Ja, Leute, es ist wieder Zeit für so ein Video. Ja, und zwar ist heute etwas Einmaliges passiert. Und zwar habe ich hier gerade Türchen 15 hochgeladen. Hier, es ging um How Do I Survive Winter. Wir wollten uns Wintertipps holen, wie wir denn den Winter am besten überstehen können. Darauf haben wir gestern so ein bisschen reacted. Haben wir jetzt so ein 15-Minuten-Video gehabt. Habe ich das hochgeladen und dann hat Galileo gesagt, hey, nicht mit mir. Jetzt haben wir versucht, da nochmal ein bisschen was zu deichseln, dass Galileo vielleicht sagt, ja, okay. Nein, blurren reicht nicht, Ton verändern reicht nicht, nur wir reicht nicht. Also es ist jetzt, wie es ist. Das Video kommt nicht so, wie es ist. Aber wir dachten uns, wir lassen immerhin kurz Revue passieren, was so passiert ist. Ne? Wenn ich das hier so auf meiner Spur zeige, dann ist das vielleicht ganz okay. Ihr kennt alle Galileo, das Format. Das sieht weird aus. Ihr kennt alle das Galileo-Format. Ach ja, Blues. Okay. Ja, ich bin übrigens da. Hi. Sorry. Ja. Und zwar gab es die Frage, yo, wie überlebe ich den Winter in Extremsituationen? Vorher haben wir den Joke gemacht. Galileo ist bekannt für Wasserrutschentests, ne, von der Farnroy und acht krasse Bangladesch, was weiß ich, ägyptische Wasserrutschen. Und dann kamen wir zur ersten Frage. Ja. Wie fällt man eigentlich richtig hin? Was meint ihr? Lu, was sagst du? Wie fällt man richtig hin? Also fallt ihr eher so hin oder eher so hin oder macht ihr noch eine Drehung? Also es war ganz klar für uns, Max war richtig so mit den, hier, wie heißt das hier? Ich hätte mich mit meinen Armen vorangeworfen, ja, genau. Hätte versucht mein Gesicht zu schützen, weil es ja wichtig ist, ne? Ja. Das wird vermarktet. Aber das hätte dann einfach seine Arme in Spaghetti verwandelt? Ja, die Ellbogen wären gebrochen, hat Galileo gesagt. Ja. Am besten ist es also, wenn ihr so stuntmäßig 360 Grad, also das hatte ich gewusst. Werft euch mit der Schulter hin, ja. Dann habt ihr schon, und jetzt, bis hierhin ist schon Bildungsauftrag erfüllt eigentlich. Let's go. Leute, wundert euch übrigens nicht, ne? Es ist jetzt 23.47 Uhr und ich werde mir jetzt alle Mühe geben, dass das um 0 Uhr noch online kommt. Mal gucken, wie gut wir das schaffen. Ja. So, die nächste Frage war, hier kommt so ein übel mieser Rodelrüpel vorbei. Ne, der kommt so, und hat nicht genug Platz und boxt den um. Und dann ist die Frage, wenn ich auf einen Baum zufahre, was sollte ich machen? Sollte ich den Schlitten hochziehen? Sollte ich meine Beine heftig ausbreiten oder sollte ich vom Schlitten springen? Und da war uns eigentlich recht schnell klar, man sollte schon eher abspringen. Ja. Was aber zu Problemen führen könnte, weil... Ja, du könntest natürlich, dein Schlitten könnte irgendwelche anderen Leute gefährden, weil der einfach in irgendwas anderes reinrast als der Baum. Oder du könntest von einem Schlitten getroffen werden. Und man will halt echt nicht von einem Schlitten überfahren, wäre das schon ein bisschen peinlich, so auf Arbeit, ne? Was ist mit dir passiert? Mich hat ein Schlitten angefahren. So, jetzt eine Situation, die wir aktuell gar nicht so kennen, weil wir haben hier sowieso keinen Schnee. Wir müssen uns nicht vor Schnee schützen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was machen wir, wenn wir mit dem Auto liegen geblieben sind, weil wir das Auto ausgemacht haben? Wir gehen natürlich in den Wald. Weil wir pullern mussten. Wir sind übrigens natürlich nachts krass unterwegs und machen den Motor aus und kommen dann nicht mehr voran. Gehen wir weg, suchen Hilfe, verlassen wir das Auto, ballern wir die Heizung an oder... Decken wir alles ab. Genau, decken wir alles ab. Nehmen wir Fußmatten und alle Zeitungen, die wir noch im Auto haben, weil wir unser Auto nie aufräumen, ballern die an die Fenster und versuchen zu überleben. Ich dachte, okay, Motor so anlassen, das ist wahrscheinlich schon gut, damit man immerhin Wärme bleibt, in einer Wärmesituation bleibt. War aber nicht richtig, nämlich, sondern... Ja, eigentlich alles abdecken, weil dann, wenn du den Motor die ganze Zeit anlässt, könnte der zum Beispiel deinen Auspuff ja zudecken und dann bist du halt in deinem eigenen Auto... Per Kohlenmonoxiden. Ja, du könntest keine Luft mehr bekommen in deinem eigenen Auto, weil sich das verdeckt hat. Oder, ja, dein Motor geht halt aus irgendwann, weil kein Sprit und dann steckst du halt am nächsten Morgen fest. Obwohl du hättest weiterfahren können, das wäre halt schade drum. Also ja, abdecken ist besser. So, dann hier das, weswegen Galileo zuerst gesagt hat, yo, das kannst du nicht hochladen. Was machst du in der Sauna, wenn du nicht mehr rauskommst? Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, da sind wohl immer Holzgriffe, das heißt, so ein normaler Griff kann erstmal gar nicht abgehen. Und es gibt wohl immer Notfallknöpfe, deswegen erübrigt sich das alles. Aber der werte Herr kam nicht aus der Sauna raus und dann gab es die Möglichkeit, nimmst du dein Handtuch und wirbelst die Luft umher. Sprühst du dich mit Wasser ab. Sprühst du dich mit dem Eimer ab, der da so steht oder... Legst dich auf den Boden. Legst dich auf den Boden. Ja, uns beiden war irgendwie klar, Boden macht mehr Sinn. Weil aber Hitze ja nach oben steigt, aber da war auch eine Holztür mit einem Fenster. Also, ja, Fenster einschlagen. Wir hätten gesagt, Fenster einschlagen oder Tür eintreten. Aber so auf dem Boden liegen und nichts machen, ist anscheinend das Richtigere. Ja. So, und dann, das, womit man vielleicht am weitesten relaten kann, du kommst zu spät, du bist unterwegs, hast deinen Bus verpasst. In 6 Minuten, so ein Quatsch, hast du dein Vorstellungsgespräch und du hättest eigentlich mit diesem Bus dahin kommen müssen. So, du musst los und mit deinem Fahrrad willst du voran. Was waren die 3 Möglichkeiten? Luft rauslassen. Aus den Reifen. Du machst aus Kabelbindern Spikes. Und du machst den Sattel einfach runter. Genau, anscheinend ein Grund, weil sie 3 Möglichkeiten brauchten zum Surviven. Ja. Sattel war für uns direkt raus. Ich habe erst gedacht mit den Spikes, aber... So, jetzt pass auf. Das haben wir gestern gelernt. Die Bremse, das waren so Bremsen, die dann den Reifen so seitlich festhalten. Und da bleiben die dann stecken und kommen nicht weiter. Also kann man damit schon mal gar nicht weiterfahren. Deswegen ist richtig... Ja, du machst Luft raus, weil dann hast du halt weniger Widerstand und... Mehr ist Grip einfach, anscheinend. Mehr Grip. Ich weiß nicht, wie anstrengend das zu radeln ist, aber ja. Und dann
rast du nicht in random Bäume, die auf den Boden geworfen wird. Und dann bist und dann du, so glücklich bist du wie er. Ungefähr so glücklich. Ja, es ist ein bisschen schade drum, weil es war eigentlich ganz lustig, sich das ja. anzugucken. Und jetzt hat mir das um 23.30 Uhr gesagt, ja, nee, so nicht. Nee. Aber jetzt, das ist jetzt unser Video und das wird gleich so hochgeladen. Danke fürs dabei sein, Türchen wird geschlossen, Blue, danke ja, fürs dabei sein. Danke, danke ja, tschüss. Ich muss jetzt fertig werden hier.